Ich sage herzlich Bonjour nach Berlin. Katharina Hamberger vom Deutschlandradio. Grüß Sie. Guten Tag. Also das ist jetzt wieder einmal ein Versuch, der erfolgreich sein muss, um nicht wieder peinlich dazustehen. Was ist denn der Unterschied zu 2003 aus Ihrer Sicht? Nun, der erste Unterschied ist tatsächlich, dass das Verfahren ja überhaupt erst einmal eingeleitet wird. Das hat ja 2003, ist gar nicht so weit gekommen, eben weil zu viele V-Leute, also Spitzel sozusagen, in der Führungsriege der NPD waren. Und jetzt ist es offenbar so, dass das Bundesverfassungsgericht es so sieht, dass dieser Antrag ja sauber ist, dass man kaum V-Leute mehr in der NPD hat, vor allem nicht in der Führungsriege, und dass man offenbar auch eine Aussicht auf tatsächlich ein Verbot zieht. Die Hürde, muss man ja sagen, ist ja sehr hoch für ein Parteienverbot in Deutschland, weil eben auch das Bundesverfassungsgericht auch sagt, wenn wir ein Verfahren einleiten, dann wird diese Partei in der Zeit auch als verfassungswidrig gesehen, und das ist natürlich in einer Demokratie sehr schwierig, und dann ist sie natürlich auch gebrandmarkt, eine solche Partei. Also es zeigt schon, es sind die Chancen nicht so gering auf ein Verbot der NPD. Man muss natürlich bei dem Ganzen immer mal auch mal auf die Metaebene gehen und fragen, was bringt dieses Verbot denn tatsächlich und was bringt es für die Parteienlandschaft? Nun, das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Man hat ja immer gesagt, die NPD ist so marginal vertreten, dass sie, und geht auch immer weiter zurück, dass es vielleicht einfach gar keinen Sinn hätte, sie zu verbieten. Jetzt sieht man aber, dass sie in einigen Gebieten in Deutschland, zum Beispiel in Sachsen, im Erzgebirge, wieder einen Aufschwung bekommt, dass sie dort immer mehr Prozentpunkte gewinnt in Umfragen, was natürlich auch zeigt, welches Gedankengut dort unterwegs ist. Und das wäre einfach ein Zeichen auch, dass man sagt, wir wollen solches Gedankengut nicht akzeptieren, wir wollen keine rassistische Ideologie in Deutschland, wir wollen uns auf einem demokratischen Weg bewegen. Die Hoffnung ist dann, dass die Leute, die bislang in der NPD waren, sollte sie verboten werden, sich nicht im Untergrund sammeln und sich in diversen Vereinigungen wiederfinden, die immer wieder verboten werden müssten. Was einfacher ist, eine Partei zu verbieten, aber das wäre durchaus auch gefährlich. Ja, könnte die AfD davon profitieren, wird die anderen Parteien dann ein bisschen ärgern. Ja, jetzt wollen wir mal noch über andere Parteien reden, wenn ich schon gerade anspreche. Fahren Sie am Wochenende und Anfang nächster Woche zu einem der Parteitage von SPD oder von CDU? Ja, ich werde mir den Parteitag der CDU angucken, der ja am Sonntag beginnt und dann bis Dienstagmittag geht. Und das ist ja durchaus ein interessanter Parteitag, weil das ein Parteitag, ja, weil das ein Parteitag wird, wo sich auch die Politik der CDU auch ein bisschen, ja, vor allem in der Flüchtlingspolitik eben ausrichten wird. Auch der Kurs Angela Merkels wird dort im Fokus stehen. Wenn man mal zurückblickt, die letzten Monate vor der Flüchtlingskrise haben wir vor allem bei der CDU darüber debattiert, dass der Parteitag einer wird, wo man über ein Einwanderungsgesetz sprechen wird, wo die meiste Diskussion vielleicht um das Thema Ehe für alle gehen wird. Und jetzt ist das große Thema eben die Flüchtlingspolitik, vor allem die von Angela Merkel. Und da geht es schon darum, wie wird sich die CDU ausrichten, wer wird sich auf welche Seite stellen, muss Angela Merkel in gewissen Dingen vielleicht auch einlenken und muss sie sich von ihrer Partei treiben lassen. Es gibt ja durchaus einige Kritiker ihrer Politik. Es gibt die Leute, die sagen, wir müssen eine Obergrenze einführen und nicht nur Kontingente, wie es Angela Merkel gerne möchte. Und das wird durchaus für sie auch ein Richtungsparteitag. Das heißt, wie soll sie ihrer Meinung nach aus diesem Parteitag herausgehen und wie wird sie herausgehen? Ja. Nun, sie wird nicht geschwächt herausgehen, das glaube ich nicht. Die CDU ist ja auch eine Partei, die sich immer damit brüstet, dass sie eben konstruktiv diskutiert. Jetzt hat man zum ersten Mal einen offenen Streit in der Partei, aber der wird am Parteitag wohl nicht ausgetragen werden, weil im Gegensatz zum Beispiel zur CSU ist der CDU-Parteitag ein Funktionärsparteitag. Man fängt dort an, eben nicht bei denjenigen, die ganz an der Basis sind, die gar keine Funktion haben, sondern es gibt eine gewisse Grenze, die jemand, der dort Delegierter ist, erreichen muss. Das heißt, man wird einen Streit nicht komplett offen austragen. Aber Angela Merkel wird schon damit rausgehen, dass sie in eine gewisse Richtung getrieben werden wird, dass sie auch sieht, wie ihre Unterstützung in der Partei ist. Würde man wählen an diesem Parteitag, wäre das Ergebnis wohl nicht so wie im letzten Jahr, also fast an den 100%, sondern wahrscheinlich etwas niedriger. Ja, jetzt haben wir nur noch wenige Sekunden für die SPD übrig. Wie viel gibt es da zu sagen zum Parteichef Sigmar Gabriel?
Nun, der steht nach wie vor nicht ganz so gut da wie Angela Merkel. Er muss in der SPD auch um sein Standing kämpfen. Wenn man die letzten Umfragen sieht, dann debattiert die SPD offenbar jetzt im Moment intern darüber, auch Frank-Walter Steinmeier wäre ein guter Kanzlerkandidat, was ja durchaus interessant wäre, denn der ist ja bei der Bundestagswahl, bei der vorletzten Bundestagswahl durchaus gescheitert, und zwar krachend. Ja, das ist natürlich eine Tatsache, um die wir nicht drum herum kommen. Wir sind gespannt, wie es am Wochenende und Anfang der Woche weitergeht. Danke für den Moment nach Berlin. Dankeschön, Katharina Hamberger.